Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe YouTuber. Heute sprechen wir einfach mal über Filmindizierung, Bindestrich Musikindizierung. Und ich erkläre euch heute einfach mal in den Medienzensuren.de, Zensuren-Forum.de, Zensur-Woche.de. So, Indizierung, Bindestrich Info zu Indizierung, BPJM, Medienzensur. Da möchte ich euch heute mal was drüber erzählen. Ich lese euch das auch nochmal vor. Eine Indizierung ist die folgende von einem Medium von der BPJM geprüft und als jugendgefährdend eingestuft wird. Es wird dabei auf den SOGINDEX gesetzt, der sich in verschiedene Teilen gliedert und Trägermedien und Telemedien unterscheidet. Aha, das ist schon wieder so ein Fachchinesisch, wo man sich wirklich so ein bisschen reinlesen muss. Trägermedien, Blu-ray, Video, DVD, Laserdisc, Computer und Videospiele, Bücher, Broschüren, Comics, Schallplatten, Musik, CDs. So, Telemedien, Online-Angebote, so. Das ist alles unwichtig. Listenteil A, Indizierungs, Trägermedien. So. Liste B. Indizieren Trägermedien, die nach Einschätzung der BPJM beschlagnahmt werden sollen. So, indizierte Telementen und bestimmte Trägermedien. Okay. Liste D. Indizierte Telementen. Das ist eigentlich immer das Gleiche. PPJM, das ist halt dieses, ja, das ist schwer zu erklären, weil das Thema Index sehr schwer und sehr komplex zu erklären ist. Indizierung vor ersten, okay, das ist, Indizierungen werden in Bundeszeigen und in der Publikum. Akte bekannt gegeben, Veröffentlichung, Nichtveröffentlichung, Indizierung, gegen einer solchen Liste bewirkt sein können. So, ab hier fängt das an. Eine Indizierung ist kein Verbot, unterscheidet Beschlagnahmung, sondern ist mit einer Einstufung keine Jugendfreigabe ab 18 von USK oder der FSK. Zur Vergleich an der betroffenen Medien, der Nachweis volljährig ist. Ja, somit zum Thema, habe ich es auch schon verstanden. Jedoch ist eine Indizierung strenger als die Einstufung keine Jugendfreigabe ist Medium indiziert, unterliegt es folgender Auflage. Ja, ist klar, das ist, wenn der Film zur FSK kommt und die FSK den Film nicht freigeben möchte oder anscheinend nicht das rote Siegel geben möchte, sondern noch sagt, der Film ist uns zu heftig, wenn wir dem roten Siegel wirklich raufmachen sollen, muss der Film gekürzt werden. Im Ton oder nur eine Zensur vom Ton oder Bild. So, aktuelles Werbeverbot. Es darf nicht für das Medium beworben werden. Keine Vorschau, keine Plakate, keine Demos, keine. Ja, das ist bei den Videotheken war das quasi genauso gewesen, das Problem, dass da wirklich wirklich die Filmtitel ausgehangen worden sind, die wirklich dem Index verfallen waren, die auf sozusagen Liste A oder Liste B im Jahre 1984 ist das ja alles ins Rollen gekommen. Dazu kommen wir später nochmal.
Im Geschäft darf es nur unter dem Ladentisch verkauft werden. Im Regal oder auch Jugendliche sehen können, darf das Medium nicht ausgestellt sein. Dies gilt nicht für eine abgetrennte, geschützte Erwachsenenbereich wie in Videotheken. Ja. Keine Sendung im Fernsehen. Eingeschränkte Versandhandel. Wie FSK 18 dürfen auch indizierte Medien nur bedingt im inländische Versandhandel vertrieben werden. Es gelten die selbst strenge Auflage. So muss das Medium Z.B als Einschreiben eigenhändig versendet werden, was das Porto stark steigern lässt. So, jetzt kommen wir hier zu den kein Import durch Versandhandel gemäß Jugendschutzgesetz 5 ABS 1 Nummer 5 Jugendschutzgesetz dürfen indizierte Medien nicht im Wege des Versandhandels eingeführt werden. Das OLHAM hat jedoch mit auch auf diesem. Ah ja, verschiedene Privatkunden. Gut. Automatisch Indizierung sind schwer jugendgefährdend. Medien wie zu einem All. Pornografischen Medien, also solche Kinder und Jugendliche in ja, okay. Alle beschlagnahmte Medien. So, kleiner Haspel. Medien in bereits indizierten Sinn, kriegsverherrlichende Medien. Hinrichtungsvideos und sowas, also das ist so wie zum anderen sehr schwammig und genau vom Gesetz formuliert. Medien, die öffentlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und der Erziehung zu einem geeigneten. Das müsst ihr euch jetzt mal selber durchlesen. Ich werde hier nur teilweise immer erklären, was hier steht. Hier steht sehr, sehr viel. Man wird hier quasi erschlagen. Bei all diesen ist eine Aufnahme von dem Index durch die BPJM nicht nötig. Sie unterliegen auch ohne Indizierung automatisch allen oben genannten Beschränkungen. Nach 25 Jahren hebt sich die Indizierung eines Mediums automatisch auf. Es muss ein neues Verfahren durchgeführt werden, wenn es wieder auf dem Index. Wenn es wieder auf den Index soll. Ja, quasi ist es ja passiert mit Tanz der Teufel, Evil Dead und jetzt auch noch gar nicht vor so langer Zeit die Klasse 1984 und diverse Titel mehr, die jetzt runtergeflogen sind. Wir gucken nachher auch noch mal, was auf Liste A und Liste B gelandet wird. Das werde ich aber nicht in diesem Video erzählen. Da werde ich noch wieder ein separates Video machen. Und ja, ein Medium darf nicht indiziert werden, wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, als alleine wegen dieser politischen, sozialen, religiösen, der weltanschaulichen Inhalt. Medien, die bereits eine Alterseinstufung von der FSK und USK, FSK ist für Filme und USK ist für Spiele. Das wissen auch viele nicht. Viele sagen USK, die sich damit nicht auskennen. Und da sage ich auch, USK ist für Spiele, Games etc. FSK ist für Filme. Nicht mehr indiziert werden. Entgegen der Theorie führt in der Praxis nur wenige Ladengeschäfte Indizierung Medien. Der Absatz ist zu gering, da keine beim Stöbern im Regal darauf stoßen kann. Aufgrund der starken Einschränkung des Verhandelns verzichtet große Online-Versender, darunter auch Amazon.de, komplett auf das Verkauf von indizierten Medien. Ja, von wegen. Für PC-Spiele bedeutet eine Indizierung meist das aus.
Es kann sich schlecht eine. Das ist schwierig, ne? Okay. Indizierung verfahren. Ach Gott, das ist alles so. Ihr müsst jetzt mal das Video auf Stopp machen, weil ich kann das ganze Bild hier jetzt nicht aufrufen, weil der Text hier so breit ist. Hier gehen sie noch mal richtig doll ins Detail. Ja. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr mit indizierte Titel noch nicht im Kontakt getreten seid, weil ihr euch nicht traut oder weil ihr davon nichts wisst, damit wollte ich euch jetzt eigentlich mal zeigen, was die BPJM macht. Sie prüft Filme, sagt, ob sie ungekürzt oder sie werden quasi geprüft von der BPJM. Ja, und die meisten von euch kennen wahrscheinlich nur die FSK, die dieses, sage ich jetzt mal, die meisten Filme, wirklich alle Filme. Nicht alle, aber die meisten wirklich die FSK 0 bis FSK 18. Darüber wird es denn die schwere Spio-Juristenkommission und die leichte Spio-Juristenkommission geben. Eine schwere und eine leichte Jugendgefährdung. Es gibt auch wirklich ein weißes Zeichen, ein weißes Spio-Zeichen, da steht drauf, keine schwere Jugendgefährdung. Wo ich auch so dachte, wieso ist das keine schwere Jugendgefährdung? Bei Saw 5 oder bei den Saw-Reihen zum Beispiel, da steht überall drauf, keine schwere Jugendgefährdung. Dann haben wir auch noch ein schwarzes Emblem. Da müsste ich jetzt auch noch mal raufgucken. Da steht auch noch irgendwas drauf. Auf dem schwarzen Spio-Siegel steht drauf: Vermietung und Verkauf nur an Erwachsene. Keine schwere Jugendgefährdung. Spio JK. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked oder einen Clickbait drauf gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und abonniert meinen Kanal.